Also, für diejenigen, die Ballblast nicht kennen, im letzten Video habe ich diese App kurz vorgestellt, das Spiel. Und nochmal ganz schnell, hier hinten kann man Hintergründe auswählen. Und wir ändern einfach mal für das Spielgefühl heute den Hintergrund mal. Wir haben die chinesische Mauer, machen wir mal hier Ägypten, Pyramiden. Und jetzt habe ich noch so eine Zusatzkanone am Start. Jetzt versuche ich auf jeden Fall den Boss zu besiegen. Mal gucken, ob ich das beim ersten Versuch schaffe, weil mit dieser Zusatzkanone stehen die Chancen besser. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ich das schaffe. Gucken wir mal. So. Jetzt geht's los. Immer direkt die Kugeln zerstören, damit man überhaupt eine Chance hat. So. Ausweichen. Ah, verdammt. Genau, ich mache mein Internet aus, damit mit keine Werbung geschalten wird. Genau, das hier war jetzt noch Werbung, die schon runtergeladen war, aber das ist halt der Trick so. Man kann sich das auch kaufen, irgendwie für 3 Euro irgendwas, dass man keine Ads zugeschalten bekommt, aber ich finde, es reicht auch, wenn man einfach Internet ausstellt. So, nächster Versuch. Ist halt echt nicht einfach. Ach, verdammt. So. Dieses Wuschelmonster muss man halt irgendwie zerstören und der spuckt halt ganze Zeit so Bälle heraus. Da muss man halt auf jeden Fall irgendwie hinterherkommen, die Bälle auch zu zerstören, sonst wird das zu viel, wie man sieht. Aber der hört auch gar nicht auf, ey. Also ist echt krass. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Nochmal. Man muss echt dranbleiben, damit man die Chancen auch nutzt. Genau, amazing. Ja. Sieht vielleicht einfach aus, aber beansprucht einen richtig. Da gab es jetzt keine Chance auszuweichen. Ist halt manchmal richtig asozial das Spiel. Manchmal hat man einfach wirklich keine Chance. Und manchmal muss man sich erst upgraden, um irgendwie voranzukommen. Wenn dann, ja, die Skills nicht hat, sage ich mal. Aber es hat auch viel mit Glück zu tun, da.
Und Skills natürlich auch, so ein Zusammenspiel von Glück und Skills, ne? Da hätte ich jetzt auch keine Chance gehabt. Genau. Man muss halt schnell alles zerstören, um dem Monster dann so viel Schaden wie möglich anzurichten. So eine 15.000er Kugel ist halt nicht so einfach zu zerstören. Überreaktion. Gucken. Dreck weg damit, damit die Chancen gut stehen. Immer weg. Sondern jetzt könnte es schon der Sieg sein. Ich zieh mal durch. Ah, verdammte Scheiße. Knapp. Da sieht man, zu früh freuen ist nicht gut. Immer auf die Kugel drauf, immer auf die Kugel drauf und dann die kleinen zerstören, um seine Chancen beizubehalten, das Level zu überleben. Sonst wird es halt immer tricky. Und das wollen wir nicht. Wir wollen überleben. 29.000er Kugel. Hast du eigentlich schon fast keine Chance mehr. Aber wir wollen die Hoffnung nicht verlieren. Noch eine Kugel und neuer Versuch. So kann's von mir aus anfangen. So. Immer drauf auf das Vieh. Knapp, ey. Sieht halt Konzentration pur. Schön mit dem Hintergrund in Ägypten. Schöne Pyramiden. Eine 35.000er Kugel, das ist tricky. Also, die werde ich wahrscheinlich in dieser Runde nicht mehr zerstören können. Da gilt es auszuweichen. Und noch eine vierte. Ach du. Durchziehen, durchziehen. Ja! Geschafft.
So kann ein Bosskampf aussehen. Richtig krank. 200 Diamanten und eine extra Kanone. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abonnent da und kommentiert ruhig, wie ihr mit diesem Spiel klarkommt, ob euch die App gefällt. Habt ihr schon das erste Video von mir angeguckt mit Ball Blast? Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Morgen kommt ein neues Video, wie es weitergeht. Und bleibt gesund.